der Gruppenphase im Mannschaftswettbewerb bei den Olympischen Spielen. Und wir sehen die deutsche Mannschaft mit ihrem Star, mit Timo Boll, der das Auftaktmatch bestreitet gegen die Mannschaft aus Singapur. Sein Gegner Tsai Hsiao-Li. Wie übrigens alle Spieler der Mannschaft aus Singapur. Ein gebürtiger Chinese, in Peking geboren. Jetzt aber unter der Flagge Singapurs startend. Die Ausgangssituation ist relativ klar. Wenn die Deutschen es schaffen, gegen Singapur zu gewinnen, dann stehen sie ganz sicher im Halbfinale. Wenn sie verlieren, hängt alles auch ein wenig vom Parallelduell Kroatien gegen Kanada ab. Verschiedenste Rechenspiele. Grundsätzlich ist entscheidend der direkte Vergleich, wenn man gleich viele Punkte hat. Bei diesem System in dieser Gruppenphase ist es ja so, dass der Sieger einer Begegnung 2 Punkte erhält, der Verlierer 1 Punkt. Derzeit Deutschland mit 4 Punkten, daher 2 Siegen. Singapur und Kroatien mit 1 Sieg und 1 Niederlage bei jeweils 3 Punkten. Aber auf solche Rechenspiele will man sich natürlich nicht wirklich einlassen. Man geht ja an den Start, um Singapur zu besiegen. Das ist die klare Marschrichtung, die der Bundestrainer, die Richard Brause, den wir vorhin gerade eben hinter der Box gesehen haben, ausgegeben hat. Und um dieses Ziel zu erreichen, gibt es für Timo Boll keine andere Aufgabe, als gegen Tsai Hsiao-Li zu gewinnen. Der Singapurer nur auf Rang 170 in der Weltrangliste. Und man muss ganz klar sagen, er ist der Schwächste der 3 Spieler aus Singapur. Ein Pflicht von Timo Boll. Ein Pflichtsieg steht hier an für Timo Boll. Timo Boll jetzt mit der 7:4 Führung. Heute am Vormittag chinesischer Zeit hatte er ja große Mühe bei seinem Einzel gegen den Kanadier Pradaban Peter Paul. Verlor die ersten beiden Sätze zu 6 und zu 7, konnte sich dann aber durchsetzen und 3:2 sein Match entscheiden. Auch Dmitri Ovtcharov gewann und das Doppel entschieden an Timo Boll und Christian Süß mit 3:1 für sich. Also ein glattes 3:0 gegen Kanada. Das ist die Ausgangssituation vor diesem finalen Spiel hier. Richard Brause und Christian Süß. Christian Süß wird auch heute wieder der Doppelspieler sein. Das zweite Einzel werden im Anschluss an Timo Boll, Dmitri Ovtcharov und Gao Ning bestreiten, der Topspieler der Singapur-Chinesen. Zwei Punkte fehlen, Timo Boll noch. Den Schupf neben die Platte gesetzt. Zeit damit wieder dran. Und der erste Satzball für Timo Boll.
Und er passt. 11:7 gewinnt Timo Boll den ersten Satz. Deutschland auf einem guten Weg hin zum ersten Punkt, zum ersten wichtigen Punkt. Wobei wir hier sagen müssen, der muss einfach sein. Denn Dmitri Ovtcharov wird es ganz, ganz schwer haben, dann gegen Gauning. Die beiden ja Nachbarn in der Weltrangliste. Gauning auf 13, Dmitri Ovtcharov auf 14. Das zweite Einzel dann wird also eine erste ganz harte Bewährungsprobe für den 19-jährigen Shootingstar der Deutschen sein. Aber soweit sind wir noch nicht. Das Spiel ist noch nicht vorbei, noch nicht gelaufen. Timo Boll braucht noch zwei weitere Gewinnsätze gegen Tsai Hsiao-Li aus Singapur. 28 Jahre alt, also auch schon ein erfahrener Spieler. Timo Boll ja 27. Timo Boll schön pariert den Flip von Tsai Hsiao-Li und dann selber den Punkt gesetzt. Wunderschönes Topspin-Spiel von Timo Boll. Und in dem Augenblick, wo Tsai auf der rechten Hälfte steht, spielt er Longline, unerreichbar für die Vorhand des Singapur-Chinesen. Vom Netz ins Aus, 3-1-Führung für Timo Boll, das läuft gut. Das sieht auch der Bundestrainer so. Das große Ziel natürlich eine Medaille hier in Peking zu holen. Und man muss ganz ehrlich sein, die realistischsten Chancen sind nun einmal im Mannschaftswettbewerb da. Zumal da auch die Auslosung sehr gut für die Deutschen stand. Auf die Kante, der 7. Punkt für Timo Boll. Dadurch, dass Deutschland an 2 gesetzt wurde, können Timo Boll, Dmitri Ovtcharov und Christian Süß frühestens im Finale auf die Chinesen treffen. Wenngleich natürlich vorher auch noch Mannschaften wie Korea, Hongkong oder Taiwan warten können. 8:1. Timo Boll diesmal ohne Probleme. Aber wie gesagt, man muss ganz deutlich sagen, Tsai Hsiao-Li eindeutig der schlechteste Spieler der Singapur-Chinesen. Gauning und Yangtze sind da von einem ganz anderen Kaliber, was da noch hier im weiteren Verlauf der Partie auf die deutschen Spieler wartet. Und damit 8 Satzbälle für Timo Boll. Eine schnelle Angelegenheit. 11:2. Klar, deutlich, ohne Probleme den zweiten Satz für sich entschieden. Die Partie dauert jetzt gerade mal 10 Minuten. Aber das ist auch das,
was wir von Timo Boyle erwartet haben. Dmitri Ovtcharov derzeit nicht in der Box. Wahrscheinlich gerade beim Warmspielen eine Etage tiefer, da wo die Trainingstische stehen. Der Lärm in der Halle, sicherlich auch hervorgerufen durch das parallel stattfindende Spiel der chinesischen Männer, die gegen Österreich antreten. Wenn es da Entscheidendes gibt, können wir auch mal hinüberschauen, aber wir konzentrieren uns natürlich zunächst auf das Spiel der Deutschen. Auf ihrem Weg ins Halbfinale. Das wäre ein Riesenschritt Richtung Medaille. Topspin-Spiel von Timo Boll klappt gut. Wobei die Bälle von Tsai auch zurückkommen, aber längst nicht die Schärfe und die Dynamik haben wie bei den absoluten Topspielern. Keine Reaktion bei Tsai. Vorhand läuft gut bei der Rückhand, nach wie vor Reserven. Tsai Hsiao-Li, auch des Öfteren als Doppelpartner von Yang Xi eingesetzt. Ganz einfach deswegen, damit Gauning zwei Einzel bestreiten kann. Mal sehen, für welche Variante sich die Trainer der Mannschaft aus Singapur entscheiden. Nach den beiden Einzeln bleibt ja 5 Minuten Zeit, dann den Partner des dritten Spielers zu wählen. Fest steht, dass Yang Xi das Doppel heute bestreiten wird. Auf Seiten der Singapur-Chinesen. Bei Deutschland wird es Christian Süß sein. 6-3 für Timo Boll. Tsai Hsiao-Li deutet an, jetzt nimmt er seine Auszeit. Letzte verzweifelte Situation. Hier noch einmal den Spielfluss von Timo Boll ein wenig zu unterbrechen. Tribünen heute hier im der Sporthalle der Beijing University gut gefüllt. Heute Mittag schaute sogar Bill Gates vorbei, der hier im Beirat der Universität sitzt. Und der 8. Punkt. 3 Zähler trennen Timo Boll noch vom Sieg in diesem Match gegen Tsai Hsiao-Li und vom ersten wichtigen Punkt gegen Singapur. Das war der erste davon. 2 sind's noch. 9-3 führen die Deutschen. Und 10-3. Damit 7 Matchbälle für Timo Boll. Nach gespielten gut 15 Minuten.
Probiert jetzt ein wenig mit der Rückhand. Das kann man natürlich machen bei diesem Spielstand. Die Rückhand, die noch nicht so ganz funktioniert. Und verlässt sich dann auf die Fehler des Gegners. 11:5 gewinnt Timo Boll das erste Einzel. Deutschland geht gegen Singapur mit 1:0 in Führung. Kurzer Gruß an die Fans auf der Tribüne. Genau so hatten sie sich das vorgestellt. Schnell und dominant diesen ersten Punkt holen, bevor es jetzt für Dima, für Dmitri Ovtcharov ganz schwer wird, ganz spannend gegen Gauning, den Besten der Singapur-Chinesen.